Unser nächster Gast ist ein fantastischer Schriftsteller, den ich duze, weil wir mal in einem anderen Leben Kollegen waren, bei der Süddeutschen Zeitung. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und von da an nur noch Bücher geschrieben und Kolumnen. Und es gibt jemanden in diesem Raum, der das nicht weiß, aber wir wissen es, den Sie schon seit ungefähr 50 Jahren persönlich kennen. Das ist wahr. Magst du das erzählen? Also wir haben damals in vor 51 Jahren so in Düsseldorf gelebt. Und da, wo wir gewohnt haben, in Oberkassel, ist so ein Stadtteil, gegenüber war so eine Musikerfamilie. Und die hatten häufig Besuch, da waren junge Leute und so. Und dann hatten wir auch mal Besuch von einer Cousine, Gabi aus Berlin. Und die hat dann immer gegenüber in diese Wohnung reingewunken und die haben so zurückgewunken. Und dann kam irgendwann so ein 18- oder 19-Jähriger zu uns und hat versucht, die zu freien. Und wollte unbedingt mit ihr spazieren gehen. Schöne, altmodische. Ja, wundervoll. Ja. Und also dann hat er, dieser junge Mann, der hat dann darauf gedrungen, mit ihr spazieren zu gehen. Und er durfte dann den Kinderwagen schieben. Und das weiß ich deswegen so genau. Ich war dabei, ich war das Baby. Und der Junge war Marius Müller-Westernhagen. Nein. Nein. Ich habe jetzt tatsächlich mein ganzes Leben lang darauf gewartet, ist hier mal Ernst zu begegnen, um dich zu fragen, ob du dich daran erinnerst. Also, aber an diese Cousine war das wahrscheinlich eine sehr attraktive Cousine. Ja, ja, die war so 15, 16, muss 18, 19 gewesen sein, also zur Zeit dieses berühmten Liedes. Und welches ich wollte Liedes? Mit 18 heißt das Lied. Und, und das war so ungefähr in der Zeit. Ich kann mich leider nicht erinnern, aber das ist eine wunderbare Geschichte. Das ist jetzt eine große Frustration, die im Drehbuch dieser Sendung nicht vorgesehen ist. Ja, ich bin völlig fertig. Ich war so groß und es war ein blauer Kinderwagen. Weißt du nicht, ein blauer. Also, wenn du so groß warst, warum hast du nicht sagen? Ich muss so 9 Monate gewesen sein. Ja. Blond. Und du kannst dich da schon erinnern, das finde ich ja erstaunlich. Du kannst dich schon erinnern von 9 Monaten, ja. Erstaunlich. Nee, das ist dann immer wie oft ist das erzählt worden? Ist immer so erzählt worden, als dann Theo kam und mit Pfefferminzmilch und so. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, der hat dich damals. Und ist die Cousine ein Fan von Marius Müller-Westernhagen geblieben? Das glaube ich schon, ja. Also ich wollte immer fragen, kam es zum Kuss und so, aber es ist... Weißt du, was du mir für einen Ärger machst? Ich komm nachher nach Hause und meine Frau sagt, was war mit der Cousine? Vor 50 Jahren, genau. Wer war das? Jan, wir haben gerade schon eine Runde gehabt zu Ähnlichkeiten zwischen Kindern und Hunden. Wir haben über die Pubertät geredet, aber wir haben nicht darüber geredet, wie das ist, 50 zu werden und älter. Ich habe aus der Presse erfahren, dass du dich darüber beklagst, dass deine Tochter dich neuerdings beschimpft. Ja, ja. Wie kommt das? Furchtbar, alter weißer Mann und so. Ja, Mentalitätsfossil. Ja. Alter weißer Mann ist ein sehr beliebtes Schimpfwort, was man, glaube ich, den Zuschauern und Zuschauerinnen erklären muss. Möchtest du erklären, was es ist? Es ist einfach so eine Zuschreibung. Eigentlich ein Generationenproblem. Eigentlich keines zwischen Männern und Frauen, sondern tatsächlich, glaube ich, ein Generationsproblem, in dem halt eben zur Geltung kommt, dass die Frauen und viele jüngere Frauen das nicht mehr ertragen können, von Männern ununterbrochen in allen Lebensbereichen dominiert zu werden. Und dann kriegt man heftig einen eingewatscht von den eigenen Kindern. Eigentlich grauenhaft. Und ist das liebevoll oder wirklich ernst aggressiv gemeint? Naja, von meiner Tochter zu mir hoffe ich, dass es liebevoll gemeint ist, aber im Allgemeinen ist es schon eine ernste Angelegenheit. Es gibt tatsächlich schon einen Moment bei deiner Tochter. Also, was hält dir denn konkret vor? Na, sie dass du gerne redest, dass du viel hörst? Zum Beispiel wirft sie mir vor Mansplaining. Mansplaining, also lange Vorträge halten und so. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich mache schon Mansplaining, aber auch gegenüber Männern. Weil ich einfach ein Klugscheißer bin. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Mann und Frau zu tun. Kommt das an? Nee. Aber ist das nicht ein Problem insgesamt im Augenblick? Also ich beobachte, dass die Reaktionen zum Teil sehr, sehr richtig sind heute.
von der Generation und ich hoffe auf die nächste Generation, auch was Umweltschutz angeht. Sie sind aber zum Teil, auch jedes Thema wird heute sehr hysterisch behandelt. Aber es ist derselbe Konflikt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Das ist ein Generationenkonflikt. Also ja. Es ist ja einfach so, die Männer meines Alters, so mit 50, sind ja selber noch in einem sehr alten Rollenverständnis absolut, aufgewachsen. Ja. Ne? Weil Eltern sind die Nachkriegsgeneration. Aufgrund unserer Erziehung. Und die großen Helden sind James Bond und Old Shatterhand. Und es gibt eine sehr starke Rollenverteilung. Jetzt wird man selber um die 50, man stellt fest, die Rollenbilder verändern sich. Man ist auch erstaunt, weil man das Gefühl hat, wahrscheinlich, man ist noch irre jung. Ne? Ja, na klar, man ist ja immer ungefähr 12 Jahre jünger, man fühlt sich ungefähr 12 Jahre jünger. 120. Also, ist du so. Vielleicht. Und man selber hat das Gefühl, man ist eigentlich schon sehr weit gekommen in dieser Veränderung von Rollenbildern. Aber die eigenen Kinder sehen das natürlich nicht so. Die werfen einen dann mit allen anderen in einen Topf. Und dagegen muss man sich dann manchmal auch ein bisschen wehren. Hm. Aber ging uns das nicht genauso? Ich denke mir immer, als wir 18 waren, dann haben wir immer gedacht, Leute, die 40 sind, denken total anders als wir. Die fühlen auch total anders als wir. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, du bleibst ja der Gleiche. Herr Müttefering schüttelt den Kopf. Warum? Naja, also das, was wir im Moment erleben, das ist schon eine andere Kategorie, um die es geht. Wir kriegen ein Problem mit dem Senioritätsprinzip, mit dem wir gelebt haben. Mhm. Die klassischen Gewerkschafter und wir alle sagen, die Alten sind die Klugen, mit 65 bis auf den Höhepunkt einer Leistungsfähigkeit. Und nun kommt plötzlich eine junge Generation und die zeigen uns, wie das geht. Ja. Mit den neuen Medien, mit allem. Das heißt, dass eine völlig verdrehte Situation im Augenblick da ist und die Älteren mögen nicht einsehen, dass wir die sind, die von den Jungen belehrt werden können und müssen über die Art und Weise, was da eigentlich passiert. Mhm. Die Geschwindigkeit der Veränderung, in der wir sind, die hat es so noch nie gegeben. Und das ist, man muss sich damit auseinandersetzen. Ja, ja, wenn man das im Kopf richtig drauf hat, kann man damit leben. Man muss dann ein bisschen tolerant sein und mit denen auch darüber sprechen. Aber das Problem ist schon da und das wird noch zunehmen die nächsten Jahre. Und verstehe ich das richtig, Jan, dass bei dir auch eine gewisse Verunsicherung durchaus da ist, als Vater und als Mann? Klar gibt's eine Verunsicherung, weil man ja auf der einen Seite denkt, man ist schon relativ weit gekommen und auf der anderen Seite aber an sich selber spürt und auch an anderen Männern nicht weit genug und nicht weit genug für die Jüngeren. Also es gibt ja immer dieses Beispiel Gender Pay Gap. Ne, man möchte, dass also Frauen und Männer gleich verdienen. Das ist in der Regel ja komischerweise immer noch nicht so. Und wenn man dann aber jetzt fragt, wenn man jetzt sagt, pass auf, du verdienst jetzt so und so viel, deine Kollegin verdient weniger. Wir wollen, dass die genauso viel verdient wie du. Also kürzen wir dir jetzt das Gehalt und heben es bei ihr an. Dann sagen die Männer, das ist ungerecht. Das kann man nicht machen. Aber das ist ja kein männliches Phänomen. Wenn ich einer Frau sage, wir nehmen dir einen Teil deines Geldes weg, damit eine andere Frau das bekommt, und die hat keinen großen Leidensdruck, da glaube ich, ist die Euphorie da aber genauso klein. Aber da geht es ja um Verdienst. Für sehr interessant. Wir reden jetzt schon minutenlang über Frauen und es reden nur Männer. Ne? Also, ja, Judith sagt kein Wort, Nathalie sagt kein Wort. Wir hören uns atemlos zu. Ja. Ja, sie nehmen uns ganz entscheidend, ist, was er sagt, die Veränderungen sind so schnell. Und ich glaube, wir waren alle von der digitalen Revolution, wir sind alle überfordert. Und das glaube ich nicht nur unsere Generation, sondern sogar die junge Generation. Ja, es ist ein Überangebot an Informationen, die man eigentlich gar nicht mehr verarbeiten kann. Und in unserem Alter denkt man natürlich, ich komme nicht mehr mit, das ist nicht mehr meine Welt. Und wir müssen uns natürlich im gewissen Punkt belehren lassen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir auch in der politischen Welt jüngere Führer brauchen, die einfach diese Generation mehr verstehen. Bis auf das Wort Führer, nämlich das alles. Ja, das wäre ja schon nicht politische nicht so Führer. Weißt du, also, mindestens eine Präposition davor. Nein, aber ich glaube, wir brauchen jüngere Leute an der Spitze, die diese Revolution auch mehr verstehen. Ja, ich würde so wahnsinnig gerne bei Jan Weiler bleiben. Gut. Ich meine, Moment da, weil er hat diese Angst und wenn du erlaubst. Sorry. Ja. Nein, nein, ist alles gut. Du bist ja derjenige, der erlauben kann. Nein. Du hast dich lange aber Mario, du hast dich noch nie an irgendwelche Autoritäten gehalten. Ne? Noch nie in deinem Leben. Insofern hau immer rein. Bei dir immer. Aber, das ist übrigens für uns Frauen oft sehr interessant, vier Alpha-Männer zu sehen, wie sie gegenseitig auf der Weide versucht, mit ihren Gewässern. So. Wir denken dann manchmal auch so, okay, ne? Das ist ein schönes Schauspiel. Einfach mal gucken und so. Ja? Also.
Also dieses leichte Unbehagen hast du ja auch verarbeitet in deinem neuen Buch, Kühn hat Hunger. Das ist ein Gesellschaftsroman mit sehr starker kriminalistischer roter Linie, dass ich wirklich verschlungen habe und der notorischen Lesern von dir schon vertraut gewordene Kommissar hat so eine Art Midlife-Krise. Ja. Also seine Frau findet ihn nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Er findet sich selber auch ein bisschen dick. Und was macht er? Er macht eine Diät oder er versucht eine. Und der Papst dieser Diät ist eine Figur, die, das führen wir nicht weiter aus, am Schluss gibt es eine überraschende Wende, aber der ist ein wahnsinniger Chauvi. Ja. Und seitenweise gibt es die unglaublichsten Tipps dieses Oberchauvis an die Männer, die diese Diät befolgen sollen, damit die sich wieder wie richtige Männer fühlen. Zum Beispiel, wie sie sich kleiden müssen. Ja. Könntest du ein bisschen erzählen, woran man erkennt, dass ein Mann eine Lusche ist, jedenfalls, wenn wir deinem Diätberater folgen? Also dieser Diätpapst heißt Caparac. Caparac, auch ein Name. Caparac. Es gibt mehrere Kapitel, wo der vorkommt. Und er sagt zum Beispiel, Motivsocken auf gar keinen Fall. Dann wird man sofort zum Würstchen und zum Willi, wenn man irgendwie Motivsocken trägt. Und er rät auch zu schreiend bunten Anzügen, also nicht so was Gedecktes, sondern richtig pink. Also seitenweise beschimpft er blau, grau, schwarz. Ja? Ja. Soll man alles nicht tragen, weil man sich damit zum Soldaten macht. Und Soldaten sehen alle gleich aus. Und deswegen soll man möglichst paradiesvogelmäßig rumziehen. Und er hat wahnsinnig viele kluge Ratschläge und Aphorismen für die Männer. Mein Lieblingsaphorismus ist von ihm: Erfolg ist männlich, sonst würde es Sie-Volk heißen. Ja, das steht am Ende des 11. Ja, genau. Das steht am Ende des 11. Kapitels auf Seite 280. Hast du dir sofort die Antwort? Habe ich mir gemerkt, weil es wirklich der lustigste Satz in dem ganzen Buch ist. Und das ist wirklich lustig, ist auch ansonsten lustig. Und ich habe das Gefühl, ich finde es jetzt gar nicht so lustig, diesen Satz. Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, danach hast du 3 Tage gefeiert. War das so? Das stimmt. Das ist so, wenn man das Glück hat, dass man, dass einem das eingefallen ist und so, dann freut man sich einfach wahnsinnig, weil man sich denkt, jawohl, da stimmt irgendwas, funktioniert. Ist ja nur Satire. Ich meine das ja nicht. Ja, ja. Ja, ja, aber man hat schon das Gefühl, ein bisschen lässt du deine Aggression da auch raus. Naja, man hat ja sonst nicht die Möglichkeit, so einen Schwachsinn zu schreiben. Das geht ja nur in der Literatur, wenn man es einer Figur zuschreiben kann. Mhm. Und der Rest des Buches kann sich ja dann anders entwickeln. Wie hast du dich denn belohnt beim Schreiben, wenn du was gut gemacht hast oder wenn dir überhaupt was gelungen ist? Heikel, weil ich beim Schreiben irre Mengen Schokoladendinge, also Pralinen esse. Und das Ding hat 400 Seiten. Ich brauche pro Seite 1,5 Pralinen. Das sind 600 Pralinen in diesem Buch. Oh mein Gott. Und in mir gewesen. Was für Pralinen? Marken? Nein. Nein. Doch. Du magst also sehr Nougat. Ja, ich bin so ein Nougat-Typ. Auch Nougat. Ehrlich? Totaler Nougat-Typ. Und wenn die alle sind, dann gehe ich auch auf so billige Industrieschokolade. Mir alles völlig egal. Marzipan mit Schokolade? Auch alles. Ja, ist mir völlig wurscht. Ich bin da ziemlich kritiklos. Und das wird dann alles reingewämst. Und wenn ich das Buch abgebe, weiß ich, im Oktober muss ich zu 3 nach 9, dann muss ich 10 Kilo wieder abnehmen. Wirklich? Nur für uns? Ja. Großartig. Und sonst gibt's? Habe ich aber geschafft. Super. Du hast, wenn du dich ein bisschen beschwerst über Frauen, die du nicht mehr richtig verstehst, dann gehst du taktisch sehr geschickt vor. Erstmal gibst du sehr viel Verständnis vor, also der reinste Frauenversteher, um dann irgendwie so die kleinen Spitzen loszuwerden. Eine ist, du machst alles mit und verstehst jede Rebellion, jede weibliche, nur eins wirst du nie mitmachen, das ist die gendergerechte Sprache. Ja. Also sie wissen dieses Sternchen oder dieses einmal Luft holen. Innen sagen, warum nicht? Weil ich als Schriftsteller und als Autor Sprache liebe und damit gerne umgehe. Mhm. Und es bedeutet mir was. Und ich glaube, dass natürlich sich Sprache ändert, die ändert sich sowieso, aber es geht nicht, wenn man das von oben anordnet. Das ist keine Sprachentwicklung, sondern so eine Form von sehr gut gemeintem Lobbyismus, der aber in die falsche Richtung geht. Ich glaube außerdem, dass ich ja
der Grund ist ja immer, dass man sagt, man muss die Geschlechter gleichberechtigt im Text behandeln. Wenn ich aber vom kleinen Mann, von dieser Kleinbürgerformulierung, der kleine Mann spreche, denke ich die Frauen immer gleich mit. Ich muss nicht erzogen werden. Und weil ich nicht erzogen werden muss, nehme ich auch nicht an der Erziehung anderer teil. Wir haben ja hier eine Journalistin auch noch zusätzlich sitzen. Nathalie, was sagen Sie? Wenn Sie sich für eine gendergerechte, gendersensiblere Sprache? Zum einen verstehe ich, Sprache formt Realität. Das ist ja Fakt. Und wenn wir ja unsere Schriftsprache verändern, verändern wir auch die Bilder, die wir in unseren Köpfen haben. Auf der anderen Seite arbeite ich beim Radio und da geht es darum, kurz und prägnant zu formulieren. Und wenn ich da immer noch 23 Silben dran packe, es tut mir auch in der Seele weh. Mittlerweile habe ich mich aber tatsächlich, habe letztens den ersten Text mit Sternchen geschrieben. Aber da bin ich viel später als meine Kolleginnen, ja. Ja, nee, also, weil ich das letztendlich doch so wichtig. Wie macht man das beim Radio, Sternchen zu sprechen? Nee, da sagt man dann Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Das wäre dann das Sternchen. Ja, aber, da hat man natürlich dann auch eine Gruppe ausgelassen. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, wie ich das dann in Zukunft mache. Aber ja, also ich bin langsam dabei. Allerdings, es wird ja gar nicht von oben verordnet. Nein, nein. Aber also, das ist Wunsch, ja deine freie Entscheidung. Das ist der Wunsch, dass das mal so kommt. Es gibt ja irgendeine Uni, ich glaube Göttingen oder so, da muss das jetzt gemacht werden. Ich finde das ein bisschen bedauerlich, weil es den Leuten auch die Chance nimmt, das für sich selber zu entscheiden. Wenn jemand sagt, du musst das jetzt so schreiben, sonst nehmen wir dich, sonst lesen wir das nicht zur Strafe, finde ich falsch. Ich finde sowieso, in der Kunst darf es keine Regeln geben. Richtig. Das darf es nicht. Du musst dich davon freimachen, weil wenn du Regeln hast und denkst, wen könnte das interessieren oder bin ich politisch korrekt oder sonst was, dann arbeitest du ja schon mit einem Kalkül. Wobei wir aber das darf nicht passieren. Nicht ist, nur ist anders machen. Als Journalismus. Ja. Vollkommen andere Geschichte. Schreiber sind, er schreibt Bücher, ich schreibe Songs. Das geschieht sehr, sehr oft aus der reinen Intuition. Das heißt, du suchst die Stimme, die dir was diktiert. Und du begreifst oft, was du geschrieben hast, erst sehr, sehr viel später, Jahre später, und denkst, aha, okay, das habe ich damit gemeint. Das ist ein ganz anderer Prozess. Das ist ein vollkommen anderer Prozess. Journalisten müssen sich so streng an ihre Recherche halten, an ihre Fakten halten, mehr oder minder, was wir auch müssen. Aber es gibt für uns keine Regeln. In der Literatur geht es gar nicht. Also weil es ja so einen starken Einfluss nimmt auf den Inhalt und das, was man transportieren möchte. Und man kann keine Figur, der man das nie zuschreiben würde, das dann machen lassen mit dem Gender Mainstreaming. Oder gerade, also ganz bewusst, ginge auch. Jan, wir haben uns so gefreut, erstens, dass du zu uns gekommen bist, zweitens, dass du für uns ein Opfer gebracht hast, dass wir dich belohnen wollen, wenn du zulässt. Wir würden dich gerne belohnen, ein kleines Geschenk. Und hier ist es schon. Noch über ein anderes großes Experiment reden, an dem Marius beteiligt ist. Und das Experiment, das wir mit dir gerne jetzt machen würden, ist, wie lange hältst du es aus, diese Etagere für dich aufzustellen und nicht zuzugreifen? Aber viel spannender finde ich, ob das jetzt auch den Schreibprozess also fördert. Fängt das jetzt an zu halt ich nicht.